Servus bei Uncut TV. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ob uns dieser Film in die Tüte kommt, das besprechen wir in diesem Review. Also wenn auch du immer auf der Suche nach guten Splatter-Komödien bist, dann abonniere jetzt noch ganz schnell diesen Kanal, zurücklehnen und los geht's. Back Attack ist eine Splatter-Komödie aus dem Jahr 2022 vom deutschen Regisseur Simon Begemann. Dieser Film erscheint erstmalig Anfang Juni 2023. Veröffentlicht wird diese DVD von Ultra Visual Films. Es wird zwei Ausgaben davon geben. Einmal diese Ausgabe und dann kommt noch eine Retro-Ausgabe. Diese wird allerdings auf 33 Stück limitiert sein. Also wer sich diese Ausgabe sichern will, sollte dann schnell zuschlagen. Der Film hat eine Gesamtlänge von 75 Minuten. Der ist FSK ungeprüft, also gibt es auch keine geschnittenen Versionen. Also es gibt nur diese Schnittfassung von dem Film, die auch jetzt auf diesen DVDs veröffentlicht wird. Und dieser Film hat am Weekend of Fear Festival 2022 den Publikumspreis gewonnen. Ja, kommen wir dazu, um was es in dem Film geht. Wie schon erwähnt, ist das Ganze eine Splatter-Komödie. Das heißt, die Story ist nicht ganz ernst zu nehmen, also man soll das Ganze ein bisschen lustig auffassen. Worum geht's? Wir haben einen Plastiktütenproduzenten, der einen Wissenschaftler beauftragt, um die ultimativ reißfeste Plastiktüte zu entwickeln, damit auch wirklich niemandem mehr der Einkauf runterfällt, weil die Tüte durchreißt. Das Experiment dieses Wissenschaftlers geht allerdings leicht in die Hose, weil er erweckt diese Tüte zum Leben und erschafft die ultimativ böse Alpha-Tüte. Und diese Tüte, ja, bringt eigentlich jeden Menschen um, der ihr in die Quere kommt. Und jetzt haben wir aber noch ein weiteres Problem. Diese Tüte erweckt alle Tüten weltweit zum Leben und alle diese Tüten haben es auf die Menschen abgesehen. Das heißt, wir haben jetzt da Millionen von Tüten, die jeden Menschen niedersplattern, der ihnen in die Quere kommt. Und es gibt natürlich nur eine Möglichkeit, diese Tüteneskalation aufzuhalten. Und diese Möglichkeit werde ich euch natürlich nicht verraten, weil der Film soll ja für euch auch noch spannend bleiben. Was gibt's zu diesem Film noch zu sagen? Dieser Film hat schon einiges an Blut- und Splatter-Effekten zu bieten. Ich finde allerdings, dass diese Effekte ja eher mittelmäßig gut umgesetzt sind. Allerdings muss ich auch sagen, gerade bei einer Splatter-Komödie finde ich es jetzt nicht so wichtig, dass die Bluteffekte wirklich High-End sein. Ich finde, die Effekte in diesem Film passen einfach zum Gesamtbild dieses Films. Das Einzige, was ich finde, was wirklich gut ausgeschaut hat, war, wenn Innereien oder Gedärme oder Eingeweide gezeigt wurden. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass da Tierinnereien zum Einsatz gekommen sind, weil das hat schon, ja, sehr realistisch ausgeschaut. Ja, wir haben auch ein bisschen was an nackter Haut. Also wir bekommen immer wieder mal ein bisschen nackte Haut zu sehen. Jetzt nicht wirklich explizite Szenen, aber da mal einen Arsch oder einmal schöne Brüste, also so ein bisschen nackte Haut bekommen wir auch zu sehen. Und wir haben auch einige Anspielungen auf andere Filme in diesem Film verpackt. Zum Beispiel haben wir Anspielungen auf den Film The Ring, wir haben Anspielungen auf den Film Alien und ich meine Anspielungen auf den Film Evil Dead erkannt zu haben. Und das habe ich schon recht witzig gefunden. Der Film, ja, will ja auch lustig sein und gerade diese Anspielungen habe ich schon lustig gefunden. Also da habe ich schon da oder dort mal schmunzeln müssen. Ansonsten hat der Film schon einen ganz guten Humor. Also er ist jetzt nicht so, dass man vor lauter Lachen am Boden liegt. Aber man kann eigentlich den ganzen Film durch immer so ein bisschen schmunzeln, ein bisschen lachen. Also er hat schon einen guten Humor. Und das liegt eben auch natürlich an der Thematik. Weil wenn natürlich Leute von Plastiktüten angegriffen und niedergesplättert werden, ja, hat das an sich ja schon ein bisschen einen Witz mit drin. Einen Punkt möchte ich noch erwähnen. Dieser Film ist ein komplettes Independent-Amateur-Projekt. Das bedeutet, alle Personen, die an diesem Film oder an der Produktion dieses Films beteiligt waren,
machen das Ganze hobbymäßig in ihrer Freizeit. Dafür, finde ich, sind die schauspielerischen Leistungen aber durchaus in Ordnung. Aber man sollte es natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man sich den Film anschaut, dass man jetzt keine schauspielerischen Höchstleistungen erwarten kann. Aber wie gesagt, dafür, dass das alles Laiendarsteller sind, ist die schauspielerische Leistung, finde ich, durchaus in Ordnung. Dann kommen wir zu meinem abschließenden Fazit zu diesem Film. Der Film Back Attack bekommt von mir 6 von 10 Punkten. Aber ich muss sagen, es sind schon sehr gute 6 Punkte. Also es geht schon so Richtung 6,5. Was sind meiner Meinung nach die Stärken dieses Films? Die Stärken sind definitiv der Spaß, der Humor, finde ich. Für eine Amateurproduktion, finde ich, ist dieser Film auch sehr aufwendig produziert. Wir haben einiges an Blut, wir haben einiges an Splatter-Effekte drin, wir haben nackte Haut mit drin. Der Film hat auch eine vernünftige Länge, er geht 75 Minuten lang. Auch das ist bei Amateurproduktionen nicht immer der Fall. Also der Film und die Anspielungen auf die bekannten Filme, The Ring, Evil Dead, Alien, das habe ich auch sehr witzig gefunden. Also auch die Idee da, das haben sie sehr gut verpackt, muss ich echt sagen. Also da habe ich schon wirklich schmunzeln müssen. Und wir haben da auch noch zwei so rivalisierende Jugendgruppen. Das sind so Ökos, die gegen Plastiktüten sein und eben eine Gruppe, die, ja, die kommen nicht so gut aus. Und da, daraus ergibt sich auch so der ein oder andere Witz. Also das sind meiner Meinung nach die Stärken. Wir haben einiges an Humor in dem Film. Wir haben einiges an Blut in dem Film. Und wir haben einiges an nackter Haut in dem Film. Also eigentlich alles, was man für eine gute Abendunterhaltung braucht. Was sind jetzt so Punkte, die man vielleicht ein bisschen verbessern könnte? Mir ist da tatsächlich nicht sehr viel eingefallen. Ich glaube, die größte Stärke des Films ist gleichzeitig auch die größte Schwäche des Films. Nämlich der Humor an sich. Ich glaube, entweder man steht auf so dummen Humor oder man steht nicht drauf. Weil, so ehrlich muss man sein, Plastiktüten, die Menschen angreifen und die komplett niedersplättern, in der Mitte auseinanderreißen und umbringen, ja, ist jetzt nicht gerade der intelligenteste Humor. Und ich glaube, das muss man einfach mögen. Und entweder man ist dafür gemacht oder man ist nicht dafür gemacht. Also ich würde einfach sagen, wenn ihr auf so ein bisschen dummen Humor, dumm und Anführungszeichen, dummen Humor steht, dann schaut euch den Film an. Wenn ihr sagt, nein, ich stehe eher auf Filme, die wirklich eine ernsthafte Handlung haben, dann Finger weg von diesem Film. Nach dem Outro jetzt könnt ihr euch noch den kompletten Trailer zum Film anschauen. Und wichtig, Kanal abonnieren, aber das musst du sowieso machen, wenn du nicht von einer wild gewordenen Plastiktüte niedergemetzelt werden willst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Stellt euch das mal vor, eine Welt ohne Plastik. Und die Meere könnten wieder frei atmen und dieser massenhafte Konsumwahn hat endlich ein Ende. Das ist so aufregend, Teil von so etwas Großem zu sein. Plastik ist Mord! Plastik ist Mord! Verschwindet von hier! Umweltschützer haben schon so manchen Konzern zu Fall gebracht. Aber wir haben die Situation unter Kontrolle. Wir dürfen uns von denen nicht abhalten lassen. Der Kampf gegen Plastiktüten ist tausendmal wichtiger. Seit Jahren träume ich von dieser einzigartigen, reißfesten Plastiktüte. Oh, Ihr Plan ist teuflisch. Starten Sie das Programm. Hier weg. Was ist hier los? Die Typen. Sie rebellieren. Hol es raus!